Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non. Wer eine Person liebt um ihrer Schönheit willen, liebt er sie? Nein, denn die Pocken, die ihr die Schönheit rauben, ohne sie zu töten, werden dazu führen, dass er sie nicht mehr liebt. Und wenn man mich liebt um meines Urteils willen, liebt man mich? Nein, denn ich kann diese Eigenschaft verlieren, ohne aufzuhören zu sein. Was ist denn dieses Ich, wenn es nicht im Leib und nicht in der Seele ist? Und wie mag man Leib oder Seele anders lieben als um dieser vergänglichen Eigenschaften? Denn würde man die Substanz der Seele eines Menschen abstrakt lieben, welche Eigenschaften auch an ihr wären? Das geht nicht und wäre ungerecht. Man liebt also nie die Person, sondern nur die Eigenschaft. Wir sind beim Thema Liebe und dazu begrüße ich heute Nicola Grimaldi. Guten Tag, Nicola. Schön, Sie zu sehen. Sie sind Philosoph und haben ein sehr schönes Buch über Proust und die Schrecken der Liebe, so der Titel im deutschen Wortlaut, geschrieben. Frage vorweg, wenn wir von dem ausgehen, was wir gerade gehört haben, ein Auszug aus Pascals Gedanken aus dem Kapitel »Was ist denn dieses Ich?« ist dann Liebe nicht ein reines Missverständnis? Das ist sie ganz sicher, aus der Sicht Pascals, auch für Platon oder Proust. Weil man nie den anderen liebt. Immer dann, wenn jemand nur um seine Eigenschaften willen geliebt wird. Für seine Schönheit, für sein Geld, seine Intelligenz. Doch das gibt es ja so gut wie nie. Ein Zuhälter liebt sein Mädchen vielleicht wegen des Geldes. Oder denken Sie an Ibsens Hedda Gabler. Oft meint man ja, jemanden zu lieben, weil diese Person so viel Gemeinsames aufweist oder attraktiv ist. Aber das ist keine Liebe. Nicht ganz. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn man jemanden allein wegen seiner Eigenschaften liebte, wie hätte dann Professor Unrat einem leichten Mädchen verfallen können, einer kleinen Hure? Wie hätte Antonio Dorigo in Dino Buzzatis Roman Amore, dieser elegante, kultivierte Mann von Welt, ein Callgirl aus dem Bordell lieben können, noch dazu hässlich, verlogen, eine kleine Schwindlerin, wie er selbst sagt, ohne von ihr wieder loszukommen. Die Liebe überkommt einen wie ein unabwendbares Schicksal. Du weißt genau, es ist schrecklich, sie hat es nicht verdient, sie ist es nicht wert. Du wolltest, du hättest sie nie kennengelernt. Und obwohl doch alles dagegen spricht, sie zu lieben, du kannst einfach nicht anders. So beginnt der schönste Liebesroman überhaupt, Aurélien von Louis Aragon. Diese Unfähigkeit, sich der Leidenschaft entziehen zu können, das ist die eigentliche Erfahrung der Liebe. Und sie ist völlig losgelöst, unabhängig von den Eigenschaften der betreffenden Person. Für den Schriftsteller Stendhal beruht Liebe auf Einbildung. So wie wir jemanden mit schönen Kleidern ausstaffieren können und dann begehrenswert finden, weisen wir der Person, die wir zu lieben glauben, fiktive Eigenschaften zu, was dann dazu führt, dass wir sie lieben. Mag sein. Kommen Sie. Wir haben uns dieses wunderbare Bild von Charlottenburg in Berlin ausgesucht, um daran zu verdeutlichen, was Stendhal als sogenannte Kristallisierung bezeichnete. Er meinte damit, dass ein geliebter Mensch von der ihn liebenden Person idealisiert und dadurch gleichsam mit Kristallen überzogen wird, die ihn, wie in unserem Bild, erstarren, aber auch erstrahlen lassen und daraus ein Objekt der höchsten Begierde machen. Gestatten Sie mir, dass ich das ein ganz klein wenig nuanciere? Ich sehe es nämlich etwas anders als Stendhal. Aber bitte. Diese so unendlich oft diskutierte Kristallisierung, dieser Raureif der Fantasie legt sich über einen Menschen, lässt ihn uns faszinierend, strahlend erscheinen. Wie eine Schneedecke,
die sich hier über eine Landschaft legt, so deckt unsere Vorstellung einen Mantel der Illusion über die Person, der unsere Liebe gilt. Vielleicht für unsere Zuschauer. Die Kristallisierung erwähnt Stendhal in Über die Liebe im Kapitel Der Salzburger Zweig. Er hatte den Brauch beobachtet, einen Zweig in einem Salzbergwerk zu deponieren und ihn später wieder hervorzuholen. Er ist dann völlig mit Kristallen überzogen und Stendhal schreibt: Die Salzkristalle haben die schwarzen Ästchen des Zweiges mit so vielen und so hell funkelnden Diamanten überzogen, dass man nur an ganz wenigen Stellen den Zweig so sehen kann, wie er wirklich ist. Fast alle, so ist Liebe. Fast alle Romanciers haben sich diese Sicht zu eigen gemacht. Diese Sicht, in der Liebe eine Illusion der Einbildung zu sehen, die um die geliebte Person herum einen Mantel aus Edelsteinen legt, der sie faszinierend macht. Marcel Proust beschreibt seine Albertine als kleinen Stein, eingebettet in tiefen Schnee. Aber wenn ich mir dieses Gemälde anschaue, dann muss ich sagen, das erinnert mich doch ganz typisch an dieses Phänomen der Kristallisierung. Nicht etwa wegen dieser Schneedecke, die den Blick auf die Erde verwehrt, Raphael, wegen dieses matten, trivialen Mantels, sondern wegen des Scheins der Morgendämmerung hinter diesen skeletthaften Baumsilhouetten. Daraus strahlt die ganze Intensität eines Lebens, das in dieser Landschaft steckt. Wenn wir uns anschicken, eine Frau zu lieben, stellen wir uns doch vor, sie verheißt uns die Intensität eines Lebens, das dem eigenen neue Vitalität zu verleihen vermag, so sie denn unsere Liebe erwidert. Mit ihr wird alles anders sein, denken wir. Diese Intensität liegt auf einer gefrorenen Landschaft. So ist es. Weniger dieser frostige Reif, diese Kristallisierung macht die Liebe aus, sondern das Leben, das wir uns gemeinsam mit der geliebten Person vorstellen. Der Wunsch nach Regeneration, intensiv zu erleben, was bisher Langeweile, Monotonie war. Mit ihr soll alles anders werden. Anders gesagt, ich will aus mir heraus neu geboren werden. Nur sie kann mir dazu verhelfen. Sie kennen sicher Baudelaires Gedicht über die Schönheit. Schön bin ich, Sterblicher, ein Traum von Stein. Auch wenn es hier eher ein Traum von Eis ist. Die Spuren hier wirken wie in das Bild hineingedichtet. Eingefrorene Schritte, erinnerte Bewegung. Und diese goldbraune Fläche scheint für die Ewigkeit erstarrt zu sein. Ja, aber Sie haben schon bemerkt, dass es nur die Fußabdrücke einer einzigen Person sind, oder? Nicht von zwei Menschen, nicht die Spur einer vergangenen Liebe. Aber ist man denn in der Liebe nicht immer ganz allein? Das ergibt sich doch in gewisser Weise bei der Kristallisierung, durch die wir den anderen nicht als anderen betrachten, sondern als Ergebnis von Eigenliebe, als Einbildung eines entflammten Herzens. Ich wage zu sagen, ja und nein. Nein, weil das, was man von der Liebe erwartet als kleines Kind, als junger romantischer Mensch oder als ein Platon oder ein Stendhal, das ist: Der andere ist meine andere Hälfte. Wir waren ohnehin füreinander bestimmt. In unserer Begegnung haben wir uns nur wiedergefunden. Das war vorbestimmt, unausweichlich, unumgänglich. Ich finde mich also selbst im anderen wieder. Diese Liebe ist narzisstisch. Ich liebe mich selbst im anderen, indem ich mich in ihm wiederfinde. Und tatsächlich ist es doch oft so, wenn wir lieben und noch ein wenig unreif sind, dann lieben wir im anderen doch nur das Bild von uns selbst, das er zurückwirft. So wie auch Swann bei Marcel Proust die Odette nicht liebt. Er findet gar nichts an ihr, nicht den geringsten Reiz. Doch sie bewundert ihn so sehr, sagt ihm ständig, sie denke nur an ihn, weshalb er dieses schöne Gefühl, so bewundert zu werden, nicht missen will. Er liebt in ihr also nur das Bild, das sie sich von ihm macht. Dabei ist das Bild, das Odette von Swann hat und ihm signalisiert, gar kein gutes. Es ist das Bild eines ehemaligen Dandys, der sich nunmehr damit brüstet, mit einem hohen Verwaltungsbeamten des Postministeriums zu dinieren. Das Bild eines Menschen, der nicht mehr das ist,
was er mal war. Darüber hinaus quält Odette Swann mit der Qual der Qual, Eifersucht. Oder quält er sich selbst damit? Dazu jedenfalls Folgendes. Dieses Bild ist ein Ausschnitt aus dem Beziehungsdrama Die Hölle, ein Film von Claude Chabrol aus dem Jahre 1994. Paul, François Cluzet, ist krankhaft eifersüchtig auf seine Frau Emmanuelle Béart. Ständig stellt er ihr nach, wie hier beim Wasserski, zusammen mit ihrem vermeintlichen Liebhaber. Ich kann mich noch gut erinnern. Besonders bezeichnet ist sein Gesichtsausdruck. Er verschlingt sie mit den Augen und stellt ihr gleichzeitig eine Falle, lauert ihr auf. In diesem Blick liegt Wahn, auch deswegen, weil er eigentlich etwas anderes sieht, als wonach er sucht. Das Auffälligste und Bemerkenswerteste an diesem Bild ist in der Tat dieser irgendwie ungläubige, perplexe Blick. So verdutzt, als könne er kaum glauben, was er da sieht. Als erblicke er das Unmögliche. Dabei ist das, was er da sieht, objektiv betrachtet, für jeden anderen Menschen wahrscheinlich das Banalste der Welt. Eine junge Frau, die mit einem Bekannten zum Strand geht, mehr nicht. Er sieht, was er sich einbildet. Er sieht, was er sich ausmalt. Er glaubt zu sehen. Eifersucht ist eine Frage des Glaubens. Denn man ist nicht eifersüchtig, weil man einen Verdacht hat, sondern weil man einen Verdacht hat, meldet sich die Eifersucht. Den Verdacht schöpft man nicht deshalb, weil man Grund hat zur Eifersucht. Der Eifersüchtige muss sich ständig legitimieren. Man denkt sich Gründe aus. Und je weniger man findet, desto mehr sucht man. Die eifersüchtige Einbildung verselbstständigt sich. Sie sondert Eiter ab in die juckende Wunde, die sie sich selbst zugefügt hat. Alles eine Frage der Freiheit. Vor einer wichtigen Entscheidung sollte man ja erst einmal genau abwägen, damit man sich nicht einseitig festlegt, was aber viele vergessen. Dito bei der Eifersucht. Man glaubt, sie aus bestimmten Gründen empfinden zu müssen. In Wirklichkeit ist man aber im Vorhinein eifersüchtig und muss sich dann im Nachhinein rechtfertigen. Oder wie Sacha Guitry sagte, er ist ein betrogener Ehemann, deswegen schlafe ich mit seiner Frau. Mich dünkt, die Eifersucht hat viele Wurzeln. Es gibt ganz verschiedene Formen von Eifersucht. Wenn wir Liebe als Verschmelzung erleben, uns wie bei Platon eins fühlen mit der geliebten Person, dann entsteht die Illusion eines untrennbaren Ganzen. Alles, was von außen kommt, bedroht dann den unverbrüchlichen Charakter dieser Einheit. Alles Äußere ist Gefahr, ist Bedrohung, Abenteuer, tödliches Risiko. Deshalb reicht schon Ihr Blick nach draußen, ein einziger Blick durchs Fenster, und schon ist diese unverbrüchliche Einheit vermeintlich gefährdet, bedroht. Und der zweite Fall ist der, wo die Liebe nur Bewunderung ist, wie vorhin bei den Eigenschaften erwähnt. Sie ist so schön, sie muss doch merken, wie dumm ich bin, wie hässlich. Sie ist so intelligent, dass sie doch sehen muss, wie beschränkt ich bin. Das Othello-Syndrom. Ich bin schwarz, sie weiß, sie muss mich betrügen. Das Othello-Syndrom. Der Eifersuchtswahn. Ich himmle sie so sehr an, dass ich nicht glauben kann, dass sie ausgerechnet mich liebt. Das kann doch nicht sein. Ich bin ihrer nicht würdig. Sie muss doch einen anderen kennenlernen, der ihr so viel besser erscheint als ich, dass sie lieber mit ihm geht. Völlig abwegig, dass sie mit einem Typen wie mir zusammenbleibt. Das heißt doch, Nicola Grimaldi, dass der Eifersüchtige nicht unbedingt die Wahrheit wissen will. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat sich sein Verdacht bestätigt, das mag die Eifersucht lindern, bedeutet aber eine schwere Demütigung. Oder die Frau ist unschuldig. Dann kann sie später aber immer noch untreu werden. So ist Swann in Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit zunächst krankhaft eifersüchtig auf Odette. Je mehr er sich dabei einbildet, umso schlimmer wird sein Zustand. Je mehr er später weiß, dass sie ihn tatsächlich betrügt, umso ruhiger wird er. Der Eifersüchtige will Gewissheit. Den Eifersüchtigen treibt der Drang nach Wahrheit um. Wie Golod in Debussys Pelléas et Mélisande. Noch im Sterben bedrängt er Mélisande: Die Wahrheit, sag mir die ganze Wahrheit. Doch je mehr er diese Wahrheit sucht, desto mehr entzieht sie sich ihm. Je weniger er von ihr findet, desto verzweifelter braucht er sie. Er lebt in ständiger Ungewissheit.
Er mag nicht glauben, dass er geliebt wird. Aber so ist das mit der Liebe. Ich kann ja niemanden von meiner Liebe überzeugen. Wie könnte ich einer Frau beweisen, dass ich sie liebe? Indem ich mich aufführe wie der Minnesänger im Mittelalter? Oder mit höfischer Liebe? Als Eroberer der neuen Welt, der ihr Diamanten heimbringt oder was auch immer? Dem sie dann sagt, auch wenn es nicht viel ist, ich nehme es als Beweis. Und ich müsste dann antworten, aber Madame, liebten Sie mich nur ein wenig, wüssten Sie, dass ich Sie liebe. Liebe lässt sich nicht beweisen. Sie verlangt nach gegenseitigem Vertrauen. Das allein ist schon Beweis genug. An dieser Stelle möchte ich gerne noch einmal auf Platon zurückkommen, genauer gesagt auf den Mythos des Aristophanes in das Gastmahl. Denn da geht es um diesen Zustand des Miteinanderverschmelzen, die Suche nach Seelenverwandtschaft. In Platons Dialog berichtet Aristophanes, dass es früher neben Mann und Frau die Kugelmenschen gegeben hätte, mit 4 Händen und Füßen und 2 Köpfen, eine Mischung aus Mann und Frau. Weil sie den Olymp erobern wollten, wurden sie von Zeus in der Mitte durchgeschnitten. Seitdem sucht eine Hälfte die andere und fühlt sich getrennt. Die Trennung von sich selbst. Genau, Trennung von sich selbst. Dieses Bild hier stammt von Pierre Bonnard. Es heißt Der Mann und die Frau und entstand im Jahre 1900. Der richtige Untertitel dazu könnte lauten Nach der Liebe. Ein Wandschirm in der Bildmitte trennt das Paar optisch voneinander und symbolisiert Trennung, was dem Ganzen eine melancholische Färbung verleiht. Eine Zeit lang konnte wohl die Ekstase des Liebesaktes das Schlimmste verhindern, doch sie ist erschöpft und mit ihr die Liebe. Die Trennung hat obsiegt. Ich sehe die beiden nicht unbedingt getrennt durch den zusammengeklappten Paravent. Der steht doch nicht aus Zufall hier. Diese Szene ist ungewöhnlich, befremdend, provokant, eben typisch für Bonnard. Der Paravent ist zusammengeklappt. Bis vorhin war er es nicht. Trennte er die beiden vom Rest der Welt. Eine totale Isolierung, aber eine dynamische, weil aus der Lust, aus den Wonnen der Liebe geboren. Die Gefühle des einen und des anderen schaukeln sich gegenseitig auf. Wie soll ich sagen, in einer unendlichen Steigerung bis zum tranceartigen Höhepunkt. Es ist dieser tranceartige Höhepunkt, dem beide zustreben, der nichts mehr weiter zu wünschen übrig lässt. Die Wollust ähnelt einer Erfahrung von Absolutheit. Es ist die Erfahrung, dass es darüber hinaus nichts weiter zu erwarten gibt. Jeder, der diese Wollust mit einem anderen erlebt hat, kennt diese Erfahrung, die keine Erwartung offen lässt. Dieses Gefühl, dem man sich gemeinsam hingibt, von absolutem Frieden, der alle Erwartungen erfüllt. Danach ist alles andere nur noch ein Abklatsch. Was Sie da, Nicolas, über Liebe sagen, klingt so, wie Schopenhauer sich das Leben schlechthin vorstellte. Nämlich als Pendel zwischen Schmerz und Langeweile. Ähnlich bei Ihnen. Erwartung wird zu Ekstase und Besessenheit und mündet in Langeweile. Schopenhauer hat dabei nur eins vergessen, das, was Sie Ekstase nennen. Die Lust. Stimmt, Lust kannte Schopenhauer nicht. Er dachte, es sei eine List der Natur zur Sicherung des Fortbestandes genau. Der Gattung. Sagt, das Fortbestehen der Menschheit beweist ihre Geilheit. Was wir hier sehen, ist die Lust empfunden als gemeinsame Erfahrung, als eine Communio, eine Verbindung gewissermaßen im Absoluten, in sinnlicher, profaner Absolutheit. Wer das je gemeinsam erlebt hat, lebt, wie soll ich sagen, in einer Verbundenheit, die nie mehr gelöst werden kann. Doch dieser Augenblick währt nur kurz, geht über in die berühmte postkoitale Melancholie nach erreichter sexueller Erfüllung. Hier, sie steht der Frau ins Gesicht geschrieben. Ja, das ist sie, diese Melancholie. Eine Melancholie im Zustand der Befriedigung. Die erschöpfte Entspannung danach. Aber schauen Sie, das normale Leben ist schon wieder in den Raum zurückgekehrt. Die beiden Katzen sind auf das Bett gesprungen. Der Paravent hält die beiden nicht mehr verborgen. Sie gehören wieder zur Welt, sind Teil der banalen Welt drumherum. Der Mann kehrt ihr den Rücken zu. Er greift sich seine Sachen, wieder bereit für die Welt. Sie, noch ein wenig müde, spielt mit den Katzen, die wieder von ihr Besitz ergreifen. Darin zeigt sich das ganze Spannungsverhältnis der Liebe. Nur, wie befreit man sie von dieser Dialektik? Wie verhindert man, dass sich Ekstase zwangsläufig in Melancholie auflöst? Jede Liebe möchte ewig währen. Jede Liebe muss jedoch erfahren, dass sie ein Provisorium ist. Ich würde es vielleicht in andere Worte fassen.
Der Lust ist eigen, dass alles nach ihr strebt. Sie ist, wenn Sie so wollen, der Gipfel der Erwartung. Aber wenn wir auf der anderen Seite keine weiteren Erwartungen mehr haben, folgt nur noch Langeweile. Deshalb ist die Ekstase, das Freudvolle des Daseins, ein Wechsel von Anspannung und Entspannung, von Wonnemomenten und Erschlaffung. Langeweile würde ich es nicht nennen. Das ist der Rhythmus der Vitalität. Deshalb ähnelt eine amoröse Erfahrung einer musikalischen Erfahrung. Wellenberg und Wellental, Diastole und Systole. Liebe hat ja was mit Herzklopfen zu tun. Moderato cantabile allegretto vivace largo. Das könnte bedeuten, dass wahrhafte Liebe, die Idealvorstellung der gelebten Liebe sozusagen, eine Liebe wäre, die dem Tode gleicht. Das heißt, eine Liebe, die nur noch Wellenberg ist und in der Ewigkeit verharrt. Dieses wunderbare Foto ist von Maya Danino. Es heißt Hand in Hand und entstand 2003. Das Foto zeigt die ineinander verschlungenen Hände zweier Grabstatuen auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise. Ein Motiv der absoluten Liebe, das auch ein Motiv des Todes ist. Die Hände, die Augen geben wir hin, heißt es bei Apollinaire. Gut, aber die Augen hingeben soll heißen, sie ständig anzublicken, ist unerträglich für die Liebe. Denn Auge in Auge schafft Distanz. Diese Hände in Hoffnung vereint, oder wie soll ich es nennen, das ist doch der kindliche Traum von der Liebe. Wir nehmen uns an die Hand und lassen uns nie wieder los. Ein Knoten, den nichts mehr zu lösen vermag. Dabei weiß doch jeder, wenn wir die Hand des geliebten Menschen allzu fest halten und drücken, und sei es beim schönsten Spaziergang durch die blühendste Natur, dann fährt einem irgendwann der Krampf in die Finger, die Hand wird heiß und feucht vor Schweiß, die Berührung zur Qual, die Hände mögen nicht mehr ineinander liegen. Dazu fällt mir der Anfang von Die Geometrie der unwägbaren Beziehungen ein, von Dan Frank, genau, wo beide im Kino sitzen. Sie wollen sich trennen, halten aber Händchen, beziehungsweise er will, seine Frau nicht. Und so beginnt ein geschicktes Fingerklammern, um ihre Hand nicht zu verlieren, die ihm unaufhaltbar entgleitet. Liebe kann man nur mit Freude leben, wenn man das Anderssein des anderen nicht verdrängt. Sein Anderssein muss akzeptiert werden, respektiert, geliebt. Der andere ist kein anderes Ich. Er ist nicht mein eigenes Ich in anderer Gestalt. Weswegen wir nie den anderen lieben. Ich liebe im anderen nicht mich selbst. Sieht so aus, als ob wir wieder zu Pascal und den Anfang unserer Sendung zurückkommen. Mit der Frage, wie befreien wir die Liebe vom Problem der angenehmen Eigenschaften, indem wir ohne Gründe auskommen und den anderen als anderen erkennen und lieben? Ich sage gern was zu Pascal, weil ich das philosophisch etwas flach finde. Das sagen Sie. Ja, und ich stehe dazu. Was ich an ihr, an einer Frau liebe, ist nicht die Substanz ihres Körpers. Das unterliegt Moden. Ob sie nun groß ist und blond, klein und pummelig, brünett oder wie auch immer, ob sie intellektuell begabt ist oder nicht. Wir lieben einen Menschen nicht wegen der ihm eigenen Substanz, sondern, wie es Pascal wohl selber auch wohl schon ahnte, ohne es weiter auszuführen, wegen etwas, auf das sein Begriff der Substanz schon hindeutet. Etwas, das immer gleich bleibt, obwohl sich alles an ihm, dem Menschen, ändert. Was gleich bleibt, auch wenn sich ein Mensch völlig ändert durch das, was er durchlebt, ist seine Erwartung. Liebe als Beweis dafür, dass es diese unveränderliche Substanz in uns gibt. Nein, das ist eben nicht Substanz. Was ich an einem anderen liebe, ist das, was seine Erwartung ist. Das bewegt mich so sehr, dass ich mir nichts sehnlicher wünsche, als diese Erwartung erfüllen zu können. Das beweist, Liebe ist keine Aneignung des anderen. Erinnern Sie sich an diesen Brief von Descartes an Chanu vom 1. Februar 1647, glaube ich. Da unterscheidet er in seiner Sprache des 17. Jahrhunderts zwischen begehrender Liebe und wohlwollender Liebe. Wohlwollen heißt, ich will ihr gut, ich bin dir wohlgesinnt. Mein Leben ist umso erfüllter, je besser es dir geht. Nehmen Sie die falsche Geliebte von Balzac. Ein Mann liebt eine Frau, die hat aber seinen Freund geheiratet. Nun widmet er diskret und ohne ihr Wissen sein ganzes Leben dem einzigen Zweck, sie glücklich zu machen.
Und diese Haltung führt dazu, dass Liebe Liebe bleibt, nicht in ihr Gegenteil, in den Hass der geliebten Person verkehrt wird. Es ist eine Liebe, die sich der Erfüllung der Erwartungen eines Menschen widmet. Descartes nennt sie auch hingebungsvolle Liebe. Die andere, die begehrende Liebe, will den anderen als Besitz. Man liebt ihn wegen seiner Eigenschaften. Wenn ich mit dieser schönen Frau ausgehe, beneiden mich meine Freunde, mein Status steigt, wenn sie Geld hat auch, wenn sie ein Star ist, noch mehr. Ich liebe sie, weil sie das Bild, das sie mir von mir selbst vermittelt, schönt. Eine narzisstische Liebe ist das. Die einzig wahre Liebe dagegen gilt nicht dem, was man sieht, sondern den Erwartungen der geliebten Person an das Leben, die ich erfüllen will. So wird aus der Liebe zum anderen Liebe zu sich selbst. Danke, Nicolas. Ich danke Ihnen, es war ein Vergnügen.